Willkommen zu einer weiteren Folge der Zahlentheorie. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Dieses blöde Modulo-Rechnen oder Rechnen mit Divisionsresten. Das ist was, das kennt er noch nicht. Das muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Wir fangen mal an mit einer einfachen Aufgabe aus der Grundschulzeit. Divisionen mit ganzzahligen Rest. Ja, sowas wird man in der Grundschule sagen, geht nicht auf. Man kennt keine Zahl, man rattert gedanklich alle Zahlen des Sechser einmal eins durch. Da steht aber die 36, die geht durch 6. Ja, und hier wird man Schwierigkeiten haben, das zu erkennen. Dann sagt man einfach, na ja, das geht 6 mal da rein, bleibt Rest 2. Und bisher haben wir uns hauptsächlich interessiert immer für den Divisionsanteil. Wie oft das da reinpasst in das andere. Weniger für den Rest. Das war immer eher unschön. Schöner war, wenn da 0 rauskommt. Ja, in Excel gibt es bei ganzzahliger Division zwei Rechenarten. Die Division, wie oft das ganzzahlig reinpasst, und die Restfunktion, die man Modulo nennt. Ja? Wir interessieren uns jetzt überhaupt nicht, den Wert lassen und verschwinden. Wir interessieren uns nur noch, welcher Divisionsrest kommt hier heraus? Wir rechnen dann mit allen Zahlen, die denselben Divisionsrest haben, wenn man durch 6 teilt. Ja, damit sind wir hier im Herzen des Ganzen. Wie man das hinschreibt, ist so. Das ist eigentlich eine Division, aber wir interessieren uns nicht dafür, wie oft die 6 da reinpasst, sondern was als Rest rauskommt. Also 38 modulo 6 würden wir rechnen. 38 durch 6. Die 6, wie oft das reinpasst, interessieren uns nicht. Nur der Rest, was herauskommt. Wenn da 0 rauskommt, hat man übrigens festgestellt, dass die Zahl ein Teiler ist. So kann man irgendwie, ja, mit Computerprogrammen die Teilermengen bestimmen. Man teilt fortlaufend die Zahl durch alle möglichen Zahlen. Immer wenn da Modulo 0 rauskommt, dann weiß man, diese Zahl ist ein Teiler. Sonst nicht, sonst geht das ja nicht auf. Ja, schauen wir uns mal was Wilderes an. Ach, hier wird man sagen, naja, 90 ist 10 mal die 9. Ja, und dann nehmen wir noch 5 mal dazu. Das wäre die 135. 135 durch 9 wäre 15. Aber nur 135 geht durch 9. Es bleiben 5 Rest. Wenn er da das zu schnell geht, dividiert es schriftlich 140 durch 9. Ihr werdet finden am Ende, es kommen 15 raus, 5 bleiben übrig. Das ist Modulo-Rechnen. Wir interessieren uns nur noch für die Reste. Ja, jetzt kann man mal sagen, natürlich ist das jetzt nicht eindeutig. Ich kann hier unendlich viele Zahlen eigentlich einsetzen, die den Divisionsrest 5 erreichen. Am einfachsten ist immer, wenn die Zahl kleiner als die 9 ist, dann passt ja die 9 0 mal rein. Dann wäre 5 die Antwort hier, ja. Dann ist 5 schon der Divisionsrest. 5 durch 9, 9 geht 0 mal rein, 5 würde übrig als Rest bleiben. 14 ging aber auch. 14 durch 9, da ging die 9 einmal rein, auch hier würde 5 mal Rest bleiben. 23 ginge auch. Das wäre 2 mal 9 wäre 18 und dann würde von 23 auch hier 5 Rest bleiben. Was haben denn diese Zahlen hier alle gemeinsam? Ganz einfach, das sind alle Vielfachen von 9, die kämen raus, wenn hier 0 der Divisionsrest wäre. Und dazu zähle ich halt immer die 5 dazu, dann bleiben die mal als Rest. Denn alle Vielfachen von 9, die gehen ja durch 9, zähle ich aber 5 dazu, wird immer die 5 als Rest bleiben. Probier das mal aus, alle Vielfachen von 9 und 5 mehr ist die Lösung dieser Gleichung. Man dürfte hier sogar ins Negative gehen. Und ihr erkennt, ihr müsst nur immer um 9 Zahlen höher gehen. Ihr könnt aber auch um 9 runtergehen. Auch minus 4 modulo 9 wäre 5. Gut. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Modulo ist einfach immer nur der Divisionsrest. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Wann gelten zwei Zahlen als kongruent im Sinne des Modulo-Rechnens? Die sind kongruent, wenn Folgendes gilt: a ist b modulo c. Es schaut jetzt ziemlich chinesisch aus. Drücken wir es mal auf Hochdeutsch aus:
A und B hätten bei der Division durch C denselben Rest. Das wäre die Aussage. Dann setzen wir sie jetzt sogar gleich. Im Buch setzen sie hier mal drei so Striche, um anzudeuten, dass es kein Gleichheitssein, das ist nur ein Gleich bis auf Modulo rechnen. Da darf man nämlich dann immer ein Vielfaches von C dazu zählen oder abziehen. Das würde niemals den Divisionsrest der Zahl ändern. Ja, schauen wir uns mal so ein Beispiel an. Stimmt diese Beziehung oder nicht? Man könnte hier auch 10 modulo 3 hinschreiben. Man ist jetzt hier etwas schlampig. Sind die beiden wirklich gleich? Ja, sind die gleich? 4 geteilt durch 3 würde einmal reingehen. Interessiert uns nicht. Divisionsrest wäre 1. Wenn wir 10 durch 3 teilen, ginge das 3 mal ein. Die Divisionsrest wäre auch 1. Beide haben den Divisionsrest 1. Dann sind sie korrekt, richtig. Übrigens, ihr kennt es auch noch, wenn ihr von der größeren Zahl fortlaufenden Vielfaches von 3 abzieht oder einfach mehrfach die 3 abzieht, müssen die beiden gleich sein. Zieht er einmal die 3 ab, haben wir 7. Zieht er nochmal die 3 ab, haben wir 4. Der Unterschied hier der beiden muss eigentlich ein Vielfaches von 3 ergeben. So könnte man es auch ausdrücken. Ja, schauen wir uns mal das hier an. Teilen wir mal 14 durch 5. Das ginge zweimal rein. Divisionsrest wäre 4. Hier käme die 4 raus. Teilen wir aber 32 durch 5. Das ginge 6 mal rein. Bliebe hier der Rest 2, hier der Rest 4. Und dann sind die nicht gleich. Hier dürfte man kein Gleichheitszeichen setzen. Die beiden Zahlen sind nicht gleich. Bilden wir auch mal die Differenz, die wäre 18. Das geht nicht durch 5. Gut. Man stellt also hier fest, übt das nochmal ein paar Beispiele ein. Modulo rechnen ist zwar einfach, aber es ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Mehr als gewöhnungsbedürftig. Deshalb wäre es gut, wenn man irgendwelche Rechenregeln hat. So, was steht hier Kompliziertes? Divisionsrest R, ich teile durch D hier überall. Plus oder Minus Divisionsrest von S, ich behaupte, dass sich die addieren. Ist ganz einfach, wenn bei einer Rechnung geteilt durch 5 1 übrig bleibt, ja, bei der anderen 2 übrig bleibt, addiert man die Zahlen, dann müsste eigentlich der Rest 3 übrig bleiben, schauen wir uns mal ein Beispiel an, ob es wirklich so ist. So, ich rechne mal 12 modulo 5 und 8 modulo 5, kommt da wirklich 20 modulo 5 raus. Kann man die Reste addieren? Erstmal schauen wir mal, das hier können wir einfacher machen. 12 geteilt durch 5 wäre 2 mal. Es würde hier der Rest 2 bleiben. Hier würde der Rest 3 bleiben. Ich darf einfach ein Vielfaches von 5 hier mal abziehen. Hier auch. Hier muss ich es nur einmal abziehen. Hier zweimal. Hier kann ich es viermal abziehen. Warum ist das 0? Weil 20 geht ja durch 5. Es würde hier der Rest 0 bleiben. Bleibt hier jetzt auch der Rest 0? Ja, wenn ich 2 und 3 zusammenzählen darf, dann wäre das doch, sage ich mal, hier 5. 5 modulo 5, 5 durch 5 geht auf, wäre auch hier die 0 und auch hier die 0. Das Ganze gilt, ja, also darf man modulo hier einfach die Reste addieren. Darf man auch multiplizieren? Natürlich wird man das dürfen. Schauen wir uns auch hier mal ein Beispiel an. So, hieße im Klartext, 3 und 7 darf man die Reste tatsächlich multiplizieren. Hier lassen wir mal die 3 stehen. Hier können wir zu 2 modulo 5 vereinfachen. Und hier können wir zu 1 modulo 5 vereinfachen. Denn der Divisionsrest, wenn ich 21 durch 5 teile, wäre 1. Ja, jetzt müssten wir das nochmal ausrechnen. Ist es wirklich hier dasselbe wie hier? 3 mal 2 wäre 6. 6 modulo 5. Ja, auch hier wäre der Rest 1. Auch hier ist er 1. Also gilt das für Multiplikation und Addition. Besonders effektiv kann das hier sein. Potenzen sind wild auszurechnen, wenn die Basis sehr groß ist. Später, wenn wir das Mod 5 hier weglassen, das schreibt man nur oben dazu. Wenn ich 23 hoch 2 nehme, kommt da eine Riesenzahl heraus. Wenn da aber Mod 5 steht, dann darf ich schon die Basis erheblich vereinfachen.
Was käme denn hier als Divisionsrest raus? 23 mod 5. Da käme raus 3 als Divisionsrest. So, jetzt brauche ich nur noch die 3 hoch 2 nehmen, das wäre 9. Und die 9, wenn ich modulo 5 rechne, da bliebe der Divisionsrest 4. Ja, kommt das wirklich raus? Machen wir mal die andere Rechnung. Rechnen wir mal wirklich 23 hoch 2. Ihr könnt das mit dem Taschenrechner mal nachrechnen, das gibt 529. So, jetzt müssen wir hier den Divisionsrest finden. Was ich hier gemacht habe, ist ganz einfach das. Ich habe ein Vielfaches von 5, und zwar das Hundertfache von 5 abgezogen. Das Vielfache von 5 hier abziehen lässt immer die Zahl gleich. Das ist das Besondere am Modulo-Rechnen. Dadurch verändere ich den Divisionsrest nicht, denn wenn ich durch 5 teile, dann kann ich 1 mal 5, 2 mal 5, 3 mal 5, ich teile ja durch 5, immer 5er packen, abziehen, der Divisionsrest wird dadurch nicht verändert. Ja, dann gäbe das 29 modulo 5. Ja, wenn ich hier mal mit Rest rechne, bleiben 4 als Rest. Tatsächlich geht es gleich. Boah, jetzt stellt euch mal vor, wenn hier als Basis da 501 steht, dann kann ich die 500 wegnehmen, wenn ich modulo 5 rechne, und ich rechne nur 1 hoch 2 aus. Und das ist 1. Dann wäre ich schnell raus, rechnet aber mal 501 hoch 2 aus und macht dann diese Modulo-Rechnung, dann wird sie wesentlich komplizierter. Das ist eine Regel, die richtig uns das vereinfachen wird im nächsten Moment und die wird uns richtig viel Aufwand sparen. Und Modulo 5 heißt einfach, ich darf immer ganzzahlige Vielfache von 5 abziehen. Das würde von der Zahl nie den Divisionsrest, wenn ich durch 5 teile, die 5 sind aber wichtig, verändern. Ja, ihr müsst das mal ein paar Zahlenbeispielen durchrechnen. Am Anfang ist das fürchterlich gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt schreibe ich es nicht mehr dazu, nur noch oben, ich rechne modulo 7. Ausführlich würde ich hier rechnen, 300 modulo 7 plus 20 modulo 7. Da haben wir vorhin gelernt, man darf das erstmal gewöhnlich addieren. Das wäre 320 modulo 7. Und jetzt darf ich hier immer ganzzahlige Vielfache von 7 abziehen. Aber wenn ich einmal 7 abziehe, kriege ich die Zahl nicht kleiner. Wenn wir das mal anschauen, 280 ginge doch durch 7, das wäre 40 mal 7. Das ist doch effektiver, dann ziehe ich mal das 40-fache von 7 ab. Ich ändere dadurch nicht den Divisionsrest. Und wenn man 40 mal 7, 280 abzieht, bleibt 40. So, das ist mir noch zu groß. In die 40, 7 mal 5. Wenn ich 5 mal die 7 abziehe, das ist 35, dann lande ich bei 5 und ganz am Ende deute ich an, dass ich hier überall mit Divisionsresten gerechnet habe, modulo 7. Und jetzt seht ihr eins, der Divisionsrest am Ende ist eigentlich, wenn ich richtig rechne, immer kleiner als die 7. Wenn ich durch 7 teile, wie viele Divisionsreste gibt es denn da? Entweder es geht auf, die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt eine 7 als Rest raus, dann habe ich einmal zu wenig die 7 genommen. Das heißt, sobald die Zahl hier größer als 7 ist, dann ziehe ich ein Vielfaches von 7 hier ab und dann mache ich das. Irgendwann kommt am Ende praktisch immer ein Rest raus, der zwischen 0 und 6 liegt. Und wenn ich modulo 13 mache, dann kann als Rest 0 oder im höchsten Falle 12 rauskommen. Gut, schauen wir uns mal sowas recht Wildes an. 6 hoch 7. Kann ich nachher mal direkt rechnen, gibt eine Riesenzahl. Und die dann kleiner zu machen mit modulo ist schwer. Deshalb mache ich das mal so. Ich schreibe es mal als 6 mal 6 hoch 6 hin. Ich nutze jetzt die Potenzgesetze. Wer sie nicht mehr wisst, schaut euch die erste Folie der Zahlentheorie an. Und jetzt benutze ich noch ein Potenzgesetz, nämlich dieses hier. Potenz potenziert 6 hoch 3. 6 hoch 3 kann man mal ausrechnen, ist 216. Da wir jetzt modulo 7 rechnen, können wir jetzt diese Basis hier klein machen. Ein kleiner Tipp, wenn das hier gerade ist, dann macht er immer 6 hoch die Ungerade hoch 2
Und wenn es ungerade ist, nimmt er mal einen hier weg. So, was bringt einem das? Ich kann jetzt die Basis viel kleiner machen. Ich kann ja hier ein Vielfaches von 7 abziehen. Und 7 mal 30 mal 7 wäre ideal. Das gibt 210. Und dann bleibt hier nur noch die 6 stehen. Und ich darf mit der 6 rechnen. Das kriege ich im Kopf hin. Das gibt 36. Und dann habe ich schon wieder. Hatte ich vorhin hier 6 hoch 3 ist das hier eigentlich schon wieder. Ja, und dann weiß ich ja, das ist 6, weil ich wieder 210 das 30-fache von 7 abziehen kann. Das ist der Rest, der hier übrig bleibt. Boah, 6 hoch 7, rechnet das mal direkt aus. Diese Zahl kommt da raus. Boah, auch die können wir natürlich mit Modulo 7 kleiner machen. Da betrachtet er mal die vorderen zwei Stellen. Leider 28, ja, wäre 4 mal 7. Es ist ein bisschen weniger. Dann nehmen wir halt 3 mal 7, das wäre 21. So, ich ziehe aber nicht das Dreifache von 7, sondern das 30.000-fache von 7 ab. 30.000 mal 7 wäre 210.000. Das ziehe ich ab. Dann bin ich aber erstmal bei dieser Zahl hier. So, jetzt schaue ich mal wieder die vordersten zwei Stellen an. 7 mal 9 ist 63. Ich ziehe aber nicht das Neunfache ab, sondern das Neuntausendfache von 7. 9.000 mal 7 wäre 63.000. Und dann habe ich die Zahl wieder kleiner gemacht. Habe ich schon wieder das Problem, schaue ich wieder die vordersten zwei Stellen an. Da passt es wieder in 63 neunmal rein. Dann würde ich das 900-fache von 7, das wären 6.300 abziehen. Dann lande ich hier. Und hier würde ich jetzt die 63 vorne mal angeschaut. Ja, was würde ich da machen? 630 geht ja durch 7, das ist 90 mal. Es bleibt auch hier 6 als Rest. Schaut mal, beide Rechenwege sind identisch. Der führt aber zu einer Riesenzahl. Der, dadurch, dass ich die Basis so verkleinere, würde zu einer erheblich nicht so großen Zahl führen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn hier eine Zahl rauskommt von 6 hoch 2007 oder irgend so ein Zeug und man vereinfacht die Basis nicht, kann dieser Weg einfach ins Unendliche, ins Komplizierte führen, auch wenn jemand sagt, na ja, das ist mir am Anfang etwas, das muss ich mir schon zweimal oder dreimal anschauen, dass ich das verstehe. Man darf die Basis vereinfachen. Und macht euch mal klar, nehmt das mal da geeignet hoch 2. Hier käme eine Riesenzahl raus. So vereinfache ich das nur zur Zahl 6. So, mit dem Modulo kann man jetzt eigentlich auf einer endlichen Zahlenmenge rechnen. Denn was bleibt denn, wenn ich durch 7 teile als Rest? Ja, eigentlich immer was zwischen 0 und 6. Ich darf ja immer ein Vielfaches von 7 abziehen. Wenn da eine 10 rauskommt, wie hier, ich teile mal, ich addiere 6 und 4, kommt eine 10 raus. Ja, wenn ich das durch 7 teile, ich interessiere mich ja nur für den Rest, dann wäre 3 der Divisionsrest. Ich darf praktisch immer noch, sobald das größer ist als 7, fortlaufend 7 abziehen. Hier muss ich es nur einmal machen und dann kommt die 3 raus. Das heißt, Divisionsrest 6 und 4 addiert, führt immer wieder zu etwas, das kleiner als 7 ist. Ich addiere jetzt bei Divisionsresten eigentlich nur immer auf einer endlichen Zahlenmenge. Und das ist was ganz Besonderes. Und selbst wenn ich hier jetzt 5 mal 4 rechne, ja, das gibt natürlich die Zahl 20, die natürlich deutlich größer als 7 ist. Aber ich darf jetzt einmal 7 abziehen, dann wäre ich bei 13, nochmal 7 abziehen, dann wäre ich bei 6. Das heißt, wenn ich fortlaufend ein Vielfaches von 7 hier abziehen darf, dann lande ich am Ende immer bei einer Zahl, die zwischen 0 und 6 liegt. Das heißt, ich habe nicht mehr beim Addieren und Multiplizieren diese Unendlichkeitsproblematik. Ich kann immer nur auf 6 Zahlen rechnen, zwischen 0 und 6. Ja. Macht euch klar, das Mal ist jetzt nicht das gewöhnliche Mal und das Plus ist nicht. Man zählt zusammen und man darf dann immer ein ganzzahliges von diesem Modulo, von diesem 7 abziehen. Und damit lande ich, wenn ich das mache,
immer am Ende, wenn ich geschickt rechne, zwischen 0 und 7. Und wenn mal eine negative Zahl herauskommen sollte, dann darf ich auch ein Vielfaches von 7 dazuzählen. Das mache ich so oft, am Ende lande ich immer zwischen 0 und 6. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich kann hier immer addieren auf einer endlichen Zahlenmenge. Ja, ich habe hier noch geschrieben, Modulo 7 rechnen heißt, dass man nur mit 7 Zahlen rechnet. Das ist was richtig Schönes. Der Mathematiker kann nicht nur auf unendlichen Mengen wie den natürlichen Zahlen rechnen, er kann es auch auf der endlichen, wenn man nur auf diesen Divisionsresten rechnet. Ja, das war's schon mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc Schneichi. Tschüss.